Willkommen auf meinem Kanal und es geht weiter mit Spirit of the Island. Es ist jetzt 4:45, die Tiere wachen gleich auf. Den ist wahrscheinlich verdammt kalt, weil noch Winter ist. Wir haben jetzt... ich habe auch Jordans Geburtstag verpasst, das ist mal ganz nebenbei. wir haben jetzt ungefähr Halbzeit vom Winter, knapp drüber. Ein bisschen durchhalten müssen wir noch. Und ich wollte heute mal so ein bisschen auf entspannt machen. Also eigentlich wie immer... Nur anders. Oh, die Tiere sind wach jetzt. Wunderbar. Nee, was ich gerne machen möchte, ein neues Bett bauen. Denn ich hatte ja in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, Angie Rosemarie, ich glaube Angie war es, hatte geschrieben, sie hat ein neues Bett gemacht und sie muss wohl auch, also braucht weniger Schlaf, um komplett ausgeruht zu sein. Das heißt, wir machen ein neues Bettchen, würde ich sagen. Und ich möchte gerne das hier haben, dieses schicke Bett. Das finde ich, sieht am schönsten aus. Die hier finde ich alle nicht ganz so. Das ist noch ganz nett. Ja, das vielleicht auch. Ist halt auch die Frage, ne? Bei allen steht bei, dieses Bett ist sehr einfach. Ah, sehr einfach, aber gemütlich. Und da steht, sehr einfach. Dieses Bett ist sehr weich und gemütlich. Ich denke mal, wo steht, dieses Bett ist sehr weich und gemütlich, das sind dann die besten. Da, wo du am wenigsten ausruhen musst. Jetzt brauche ich ja feine Holzplanken. Da habe ich auf jeden Fall noch welche. Ja, ich würde sagen, mehr als genug. Was ich nicht, doch 31 Stoff. Wie viel Stoff brauchte ich denn nochmal? Warum drücke ich immer die falsche Taste? Ich habe irgendwie alles. Ich glaube, ich habe alles. Wir haben Wolle, wir haben Stoff, wir haben Holz. Und ich glaube, was jetzt nur noch fehlt, sind die Nägel. Ja, 8 Packen Nägel. Ich glaube, die haben wir auch noch. Und dann stellen wir schon mal das Bett hin. Guck mal, haben wir das schon mal durch? Wollen wir noch mal schauen? Ja, die haben wir da auf jeden Fall. Zack, zack. Ja, herrlich. Dann machen wir das fertig. Kann das alte Bett weg? Das muss weg. Das muss weg. Was? Ich kann nicht mal mein einziges Bett kaputt machen. Aha. Also muss ich mir wohl ein neues jetzt hinstellen? Das ist ja auch wieder doof, ne? Ja, toll. Wenn ich das jetzt hinstelle, das wegkloppt, dann kann ich das wieder nicht wegnehmen. Das heißt, ich muss mir das schon... Ja, wie, ich würde es schon da in die Ecke haben wollen. Das ist aber sehr ungünstig jetzt. Das heißt, ich muss ja zwangsweise mein Bett irgendwo hinstellen, in eine andere Ecke. Damit ich das wegkloppen kann. Ich will nicht schlafen, ich will das weghauen. Ich kann nicht mein einziges Bett kaputt machen. Okay, das heißt, ich muss irgendwie... Da kann man's, kann man die Sachen eigentlich umstellen? Kannst ja auch nicht. Ich will nicht schlafen, ich will es nur umstellen. Das wäre natürlich... Gut, ne, wenn du so einen Modus hast, wo du umbauen kannst. Ja, was mache ich denn da jetzt? Ich muss jetzt irgendeine Kiste... Ja, das ist doof. Ja, dann muss ich diese Kiste jetzt leer machen. Oh Mann, ist das toll. Ich freue mich, wa? Das ist so schön. Das ist so herrlich. Hatte auch einen Kommentar gehabt. Sorry, ich weiß nicht mehr von wem. Dass es natürlich schön wäre, wenn man die Kisten einfach so umsetzen könnte. Jetzt muss ich ja mal alles hier zwischendurch raussuchen. Weil das im Grunde egal ist, ne? Naja, lieber doch. Sortieren wir es mal. Wenn man die jetzt einfach so komplett umsetzen könnte. Also nimmst die Kiste, zack, setzt sie woanders hin. So wie bei The Infected zum Beispiel. Da geht das ja auch. Da kannst du die Kiste mit Inhalt einfach mal so umsetzen. Ist natürlich schon sehr praktisch. Und das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich schon... Wäre schon ein i-Tüpfelchen, ne? Kann man schon mal so sagen, finde ich. So, das Ding will ich verkaufen auf jeden Fall. Ich glaube, die Fischis hatte ich da drin, ne? Hab einfach alles irgendwie reingepackt da. Genau. Zack, 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 zack. Dann kann ich jetzt die Kiste... Nee, kann ich nicht wegkloppen. Weil dann kann ich die Materialien nicht aufnehmen. Och, ist das herrlich. So, das da rein. Die Würmer, nee, die nicht da rein. Öl da rein, Blume rein. Ah ja, ihr kennt meine Lagerhaltung, ja, ne? So, das weg. So, das heißt, das Bett zieht neben den Kühlschrank um. Es geht ja nicht anders, Moment. Ich könnte es natürlich so irgendwie, aber... Das finde ich so schade. So. Zack. Ja. Sieht ein bisschen durchgelegen aus, irgendwie. Jetzt darf ich das wegbauen. Mit den ganzen Materialien. Und kann natürlich das jetzt nicht weghauen. Weil jetzt ist das mein einziges Bett. Bisschen ungeschickt gelöst, finde ich. Krass, ich kann ein Aquarium bauen. Ey, wir können ein Aquarium bauen. Wollen wir ein Aquarium bauen? Ich glaube schon.
Ich hab Bock auf ein Aquarium. Ihr habt Bock auf ein Aquarium. Die Kiste stelle ich jetzt mal hier hin. Dann packe ich erstmal alles rein, was da. Nee, dann muss ich erstmal hier alles rausholen. Oh, ist das wieder belastend. Was war denn da eigentlich alles nur drin? Das war da noch drin. Ich glaube, alles, was jetzt hier ist. Mehr geht nicht. Meine Taschen sind voll. Ah. Ja. Junge Mann, der nervt mich einfach nur noch. Hol dir einen größeren Rucksack. Wir haben hier eigentlich schon größere, ne? 27 Plätze ist ja schon gar nicht so wenig. Da kann man eigentlich gar nicht meckern. Man könnte nur noch wollen, dass das hier noch voll ist. Aber ansonsten ist es schon nicht schlecht. Ich mag auch dieses Fenster immer nicht davor, ne? Das nervt mich irgendwie. Irgendwie irritiert mich das, dass das Fenster immer vor den ganzen anderen Sachen ist. Ich meine, klar, ich zeige jetzt noch auf das. Ich weiß nicht, irgendwie kann man das so irgendwie anders machen. Irgendwie halt. Ich weiß nicht wie. Ich bin ja nicht der Entwickler. Ne? Ich darf nur Forderungen stellen. Ich muss keine konstruktive Verbesserungsvorschläge haben. Nee, ich habe auch keine Idee. Aber irgendwie, mich nervt es immer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber ich finde es irgendwie doof. Irgendwie, weil es auch so hin und her springt. Ich glaube, das ist eher so zack. Dann ist es mal oben, dann ist es mal unten, dann ist es mal links, dann ist es mal rechts. Klar, muss natürlich klar, wenn ich jetzt hier bin, dann. Da könnte es aber trotzdem rechts sein, ne? Und jetzt springt er um. Warum? Warum jetzt hier hin? Ja, wahrscheinlich, weil er ab einer bestimmten Nähe zum Rand dann sagt, okay, jetzt musst du rüber. Ja, wahrscheinlich, ne? Und jetzt hier auch. Da sagt er, jo, jetzt muss nach oben. Finde ich, suboptimal, nennen wir es mal so. Ne? Es gibt, es könnte man könnte es besser machen. Aber ich weiß halt nicht wie. So, das weg, das weg, das weg. Ja. Das weg, das weg. Das da rein. Die Würmchen garantiert nicht da rein. Die Flaschen, ja, leeren Flaschen mal rein. Naja, soll reichen. Ich möchte ein Aquarium machen. Ich will doch hier nicht Taschen sortieren. Kann ich doch mal machen, wenn ihr nicht dabei seid. Das will doch keiner sehen. So, was haben wir denn? Eisenklebeband, das habe ich. Klebeband, das habe ich hier. 100 Pro. Ja klar, was fehlt mir? Einmal Klebeband. Was brauchte man für Klebeband? War jetzt fett, ne? Muss ich aber einmal rausgehen. Keine Ahnung. Und ich wollte was ganz anderes wieder machen. Drei Fett, drei Pflanzenfasern. Machen wir. Also, drei Pflanzenfasern. Jo. Ach, jetzt ist der arme Kerl schon wieder durstig. Der arme Kerl ist schon wieder durstig. Ich habe auch bald keine Kokosnüsse mehr. Die werden auch für den Winter nicht reichen. Da muss ich mir glatt mal Wasser holen am See. Oder mich mit Kaffee durchziehen. Das geht natürlich auch. Das wollte ich jetzt eigentlich. Dreimal fett, ne? Genau. Eins, zwei, drei. Jo, Hammer. Hada. Hada. So, das machen wir da einmal Klebeband. Ich glaube, hier drüben sind die Öfen auch fertig. Ja, die sind fertig. 100% beide. Sehr schön. Kann ich das auch mal mitnehmen hier. Muss jetzt, glaube ich, auch wieder Feuerholz machen, ne? Habe ich nämlich auch kein mehr. Das ist ein Wahnsinn, was ich an Feuerholz hier verbrauche. Das, die Steine behalte ich nochmal drinne. Mit denen habe ich noch was vor. Ja, Gold, ich muss 323 Gold, muss ich. Ah, fertig machen. Aber jetzt möchte ich erstmal ein Aquarium haben. So, ich glaube, es waren Schrauben. Ich glaube, Schrauben brauchte man ganz schön viele. Schauen wir mal, ob wir welche haben. Oh ja, ach ja, stimmt ja. Für die Käsemaschine und für die Mehlmaschine. Nenne ich sie mal Müller. Ich finde das immer doof. Das ist eine doofe Bezeichnung, ne? Für den Müller. So, was haben wir dann? Fürs Aquarium brauche ich jetzt noch 10 Eisenbarren, 5 mechanische Komponente. Und auch die sollte ich haben. Jo, und 20 Eisenbarren? Ich nehme einfach alle mit. Ist auch egal. So, 127 Eisenbarren, das wird auf jeden Fall reichen. Und dann holen wir uns ein feines Aquarium. So, Aquarium. Jo, kann man da doch irgendwie so ein bisschen über Eck setzen? Nein, kann man nicht. Vors Fenster ist doof, denn da können die Fische zwar schön gucken. Ich finde das so, finde ich schade. Ich möchte schon sehen können. Machen wir es mal hier hin.
Ja, kann man damit irgendwas machen? Was? Nee, da kann ich jetzt nicht Fischerei machen, ne? Nee, da kann ich jetzt nicht Fischerei machen. Ich hab doch einen Goldfisch. Lebt er noch? Ja, der Goldfisch lebt noch. Ein Goldfisch, ein Buntbarsch und ein Wolfsbarsch machen wir da rein. Das ist ja lustig. Ja, die sind da drinne. Oh, ich würde jetzt gerne ranzoomen. Ich sehe immer nur zwei. Wo ist der dritte? Wo ist der dritte Fisch? Sehe ich nicht. Den Goldbarsch und den... Goldbarsch, ja. Den Goldfisch und den Wolfsbarsch sehe ich. Aber den Buntbarsch, den sehe ich irgendwie nicht. Ja, der ist schüchtern, ne? Das ist witzig. Das ist ganz cool, finde ich. So, das große Aquarium brauche ich Angeln 4. Wie für die große Angel brauche ich auch. Oder viel besser Angel brauche ich auch Angeln 4. Ah, okay. Na gut, kommt später. So, wir im Aquarium. Wenn wir uns mal beruhigen wollen, schauen wir da rein. Schön. So, was könnten wir da noch machen? Ich muss hier drüben das Feld nochmal fertig machen. Das wäre auch mal eine Maßnahme. Da habe ich, genau, die Umrandung gemacht. Hier musste ich das oben alles wegnehmen, die Felder, weil die ein Stück zu weit rüber ragten. Und ich das dadurch nicht schließen konnte. Dann machen wir doch jetzt erstmal fertig. Ja, und jetzt hole ich erstmal die Erde, weil die habe ich rausgepackt. Ah, irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer mit dem Captain. Es ist schlimm. Irgendwo hier ist er, ne? Genau. Ja. Und dann hatte ich, kann ich ja so nebenbei mal erzählen. Habe ich mal was zu erzählen, ne? Sonst erzähle ich ja nie was. Hatte ich das Thema mit Angie, oder Angie hatte gefragt, das war aber bei sie infected. Sie würde sich halt gern wünschen, dass ich mal wieder einen Livestream mache. So, hatte ich ja schon ein paar Mal gemacht. Auch eher bei sie infected und bei was, welchem Spiel noch? Weiß ich gar nicht mehr. Fänd sie halt super so. Und. Ja, der passt da nicht hin. Ah. Warum eigentlich nicht? Der erste muss halt weiter rüber, ne? Ja, sie hatte sich, also hier passt ja. Hm, macht das damit? Ob ich mal wieder Livestream machen können, würde sich drüber freuen, so. Ich finde immer so, also gerade bei The Infected oder bei einem, das hatte ich auch so geschrieben, bei einem Let's Play, das schon läuft, finde ich das schwierig mit einem Livestream zwischendurch. Denn, wenn ich jetzt ein Livestream, also jemand, sagen wir mal, jemand guckt das Let's Play gerne, so. Und ich mache jetzt einen Livestream und er kann diesen Livestream nicht gucken. Und eigentlich, wenn man so einen Livestream, werden ja schon live mitgucken. Weil hinterher gucken, das ist so wie, wenn du das Endspiel der Weltmeisterschaft guckst im Fußball und dann hinterher guckst. Das will ja auch keiner. Weil dann ist das schon durch halt, ne? Das geht ja nur so. Wieso geht das nur so? Hm. Ich hab, was habe ich unten anders gemacht, was hier jetzt nicht geht? Das ist ja... Oder so? Ach, das geht. Ja, macht Sinn. So, ja, Hauptsache es geht. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Livestream, genau. Ja, genau. Und wenn jetzt jemand diesen Livestream nicht gucken kann, dann verpasst er ja, sagen wir mal, der geht jetzt 3 Stunden. Das sind ja mindestens 5 Folgen, sag ich mal. Also, oder Videomaterial von 5 Folgen, die er verpasst. So. Und da stelle ich mir mal vor, dann guckt derjenige vielleicht, denkt sich so, naja, jetzt hat er so viel irgendwie gemacht, ich weiß gar nicht mehr, was Phase ist, dass er deine Lust verliert, das zu gucken. So, dass dieser Livestream dann halt eben, manche vielleicht hemmt dann zu sagen, oh nee, jetzt habe ich so viel verpasst, dann habe ich auch keine Lust mehr zu gucken. So stelle ich mir das vielleicht vor. Und bei dem Livestream ist es ja auch so, das Schöne ist ja bei den YouTube-Videos, ich lade sie hoch. Und jeder kann sie gucken, wann er Zeit hat. Ey, das passt jetzt wunderbar. Kannst gucken, wann er Zeit hat. Das ist ja das Schöne halt, ne? Das ist on demand halt. Ich stelle das Video, oder man stellt das Video rein. Und jeder entscheidet dann, ich gucke das morgens, der andere guckt mittags, der andere guckt abends. Und der andere ist vielleicht so ein Nachtmensch und zieht sich das dann irgendwie morgens um 2 rein. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. So, das ist ja das Schöne daran. Und bei dem Livestream ist es ja so, das ist so wie Fernsehprogramm. Ja, da bin ich der Programmdirektor und sage so... Jetzt ist Livestream. Und wenn du live gucken willst, musst du jetzt online kommen. Musst du jetzt da sein. Das finde ich immer so ein bisschen, Da ist meine Idee, wenn Livestream, würde ich vielleicht irgendein Spiel nehmen, das ich noch gar nicht spiele. Warum ist die Spitzhacke so klein?
Haha, das ist ja witzig. Guck mal, so sieht die voll klein aus. Zack, und jetzt wieder groß. Hä, ist das bei allen Werkzeugen so? Aber das fällt irgendwie nur bei der Spitzhacke auf. Die sieht voll niedlich klein aus. Oh, schon so spät. Dass man wenn, oder ich überlege, wenn, dann Livestream vielleicht wirklich, ich laufe in die falsche Richtung, ein Spiel mir aussuchen würde, das wirklich nur im Livestream gespielt wird. Also, dass ich noch gar nicht angefangen habe, sondern sag so, okay, das ist Livestream-Spiel und das wird dann einmal die Woche vielleicht live gestreamt. Wie gesagt, so maximal, achso, ich kann ja mal ein bisschen länger wach bleiben, maximal vielleicht 3 Stunden. Also, ich würde auch nicht mega, wir haben ja schon mal mit Indario, habe ich schon mal irgendwie 6 Stunden oder 7 Stunden gemacht. Man muss man sich mal vorstellen, das ist fast ein kompletter Arbeitstag, den du dir auf dem Hintern sitzt und dann Livestream machst. Und ich bin dann auch im Eimer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich die Nacht durch da irgendwie bis morgens um 3 Livestream mache, ich bin im Arsch. Das ist einfach so. Ich bin auch keine 20 mehr. Also ich bin nicht so ein Nachttyp. Ich stehe lieber eher auf und gehe dann zeitiger ins Bett. Ja, wie gesagt, aber ihr könnt ja mal hier jetzt mal eure Meinung drunter zu schreiben, wie ihr sowas seht. Bisschen schief ist das schon, ne? So ganz gerade ist das nicht. Würde mich mal interessieren. Vielleicht mache ich dazu dem Thema auch mal eine Umfrage. Mache ich ja so gerne. Das würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so seht. Wie ihr zum Thema Livestream allgemein vielleicht steht. Und wie ihr über das, was ich jetzt denke, denkt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ich muss das hier gerade hinkriegen. Mach das weg. Ja, es ist besser. Es ist besser. Ach ja, ich wollte noch einen Moment wach bleiben. Habe ich noch die Kirschpflanzen hier? Natürlich nicht, weil ich habe ja keine Kirschen. Ja, wie gesagt, schreibt es bitte mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und vielleicht mache ich mal allgemeine Umfrage, sodass alle, die jetzt auch nicht dieses Let's Play gucken, die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern, beziehungsweise abzustimmen. Ja, so viel dazu, ne? Was wollte ich eigentlich jetzt? Kirschpflanzen. Kirschenobst. Obst. Die brauche ich, dann brauche ich eigentlich noch ein paar Blümchen. Paar weiße Blümchen, die sind ja hier drin. Gelbe. Wo sind die weißen? Da sind die weißen. Genau, die roten nehme ich garantiert nicht. Schwimmen immer nur dieselben Fische, ne? Bisschen schade. So. Dann wollen wir mal schauen. Dann mache ich das nämlich wie bei den anderen auch. Dann kommen da auch so die 3, 4 Kirschpflanzen rum, wenn ich sie dann finde. Man braucht natürlich Pflanzenfasern, die ich jetzt natürlich erstmal hole. Ach ja, ist das hier schön, ne? So ein Let's Play mit dem Captain ist schon schön, ne? Es ist immer ein Kessel buntes. So. Und der Bärchen. Ja, ich bleibe jetzt bewusst erstmal länger auf. Ich will mal gucken, wie viel Schlaf braucht der Kollege in dem neuen Bett. Wenn der weniger braucht, wäre natürlich schön, kannst länger wach bleiben. Genau. So, jetzt kann ich das machen hier mit die Kirschen. Schön mit der Kirsche. So, wollte war irgendwie. Nee, warte mal. Erstmal, hahaha. Genau, das war ganz anders. Das habe ich ja bei dem einen Ding auch vergessen. Das muss ich auch nochmal nachholen. Erstmal kommen die. Nee, erstmal kommen die. Was? Nee. Ach so. Geht ja ganz anders. Hier, Blumen. Plumme. Kommt dahin. Auf Ecken. Auf. Weil dann blühen die da schön durch. Ich glaube, das sieht dann richtig. Das sieht richtig nett aus. Ja, da muss kein Kunstwerk werden. So. Ich glaube, das sieht richtig hübsch aus nachher. So. Jetzt für dich darf es nicht sein. Irgendwie so. Da muss ja auch ein Sprengler reinpassen nachher, ne? Dass nicht zu knapp wird. Den habe ich im Moment auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich Material habe. Vor allen Dingen, ich muss ja hier auch noch eine Solaranlage hinstellen. Haha, wunderbar. So, ich werde jetzt mal ins Bett gehen. Das ist jetzt auch schon 23 Uhr. Bis ich im Bett bin, ist es dann auch schon kurz danach. Ja, genau. Es ist auch noch nicht so richtig müde, ne? Njam, njam, njam. Ich warte noch einen kleinen Moment. Ich gucke mal kurz, was ich für einen Sprinkler brauche. Der ist ja wo? Da? Oh, nur noch 5 Elektro... Was? Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich habe gar nichts. Dann stellen wir den nochmal kurz hin. So, perfekt. Das läuft doch heute ganz gut. Ich kann mich gar nicht beschweren.
Und dann ist das Feld soweit auch fertig, fehlt noch dieser Eisenzaun drumherum. Und die Bäume mache ich dann, wenn Frühling ist. Dann kommen die ersten Bäumchen. Weil Apfelbäume für 1000 Münzen packe ich hier garantiert nicht hin. Wo es dann vielleicht nächste Woche nur noch 300 kostet oder so. Zack. Ach ja, der kann ja jetzt nicht sprühen. Ha, hat keinen Strom. Da würde bei dem jetzt aber auch eine kleine Solaranlage reichen. Ne? Da brauche ich nicht so eine große hinpacken, glaube ich. Weil der muss ja nur das Ding betreiben. Muss ich mal schauen. Ich glaube aber, es reicht. So, 0 Uhr. Gut, das heißt 5 Stunden. Nee, nicht den Kühlschrank. 5 Stunden reicht. Ja. Naja, ist immer noch ein Fitzelchen, ne? Also in dem Bett braucht er jetzt nicht weniger Schlaf, kann man jetzt nicht sagen. Immer noch dieselben Fische, ne? Ist voll nervig. Wenn ich jetzt die Reihenfolge ändere, wenn ich jetzt. So, jetzt mache ich einmal den rein. Und dann mache ich den rein. Dürfte ich ja den Goldfisch gleich nicht sehen. Doch. Ist ein bisschen schade irgendwie, ne? Ich meine, ich kann da 5 Fische reinmachen, sehe aber nur zwei eigentlich. Jetzt hätte ich gerne noch mehr Fische. Um mal zu sehen, wie ich das voll mache. Aber hier sind gerade keine. Schade. Was macht denn der Frosch da? Der slidet da ein bisschen rum. Dann lassen wir erstmal was essen. Schön hier Pancakes. Zack. Ein bisschen was trinken machen wir auch. Dann gucke ich mal nach meinen Tieren. Ich glaube, die könnten schon ein bisschen Hunger leiden. Ja, da melden sie sich schon. So, dann machen wir erstmal hier dab, dab, dab. Machen wir das erstmal alles fertig. Wo ist das Eimerchen? Da ist das Eimerchen. Müssen auch mal das Ding hier loswerden, ne? Die Kombat-Trophäe, das ist auch ein Name, ey. Kombat-Trophäe. So, das dahin und das dahin. Da fällt mir ein, ich habe noch Mehl dabei. Ja, cool, da hast du recht, das ist halt Blödsinn. So, gucken wir mal nach Schweinchen. Also irgendwas zu futtern haben sie noch auf jeden Fall. 15% ist aber jetzt nicht mehr wirklich viel. Warum gehe ich da mal seitlich hin? Weil ich das von den Hühnern so gewohnt bin. So, schön Wasser. Aber die Hühner ist, glaube ich, paar Prozent noch. Genau, null. Ne, okay. Uiuiui, da sind die auch nicht mehr so glücklich, ne? Doch, die sind. Naja, gut, das kann auch nicht lange her sein. Das muss erst gerade passiert sein. Dass sie nichts mehr zu futtern hatten. So, ihr Kühe, wie sieht's denn bei euch aus? Da wird alles auf null sein. Und ihr seid wahrscheinlich auch sehr traurig. Ihr seid aber auch sehr gefräßig. Ja, muss man schon mal dazu sagen. Ha! Und jetzt gehe ich zur Pumpe, hol mir Wasser. Ich habe dran gedacht. Genau. Ihr Schäfchen, ihr seid wahrscheinlich auch auf Null, ne? Die sind auch nicht ohne. Oioioioioioioi. Die armen Tiere. Ja. Ihr seid natürlich auch sehr, sehr traurig, ne? Nee, die sind glücklich. Ja, wahrscheinlich auch gerade so umgesprungen. Genau. So, dann melken wir nochmal. Melken, melken, melken. Das erstmal wieder rein. Heufutter, genau. Dann wieder die ganzen Eimers. Ja, einer geht jetzt nicht rein. Das weiß ich natürlich nicht, welcher. Das ist wieder. So, Kühe, Kühe, Kühe. Greif zu. Und ich greife auch zu. Ja. Ah, jetzt geht's, okay. So, dann muss ich noch ein Eimer, genau. Den einmal auf die 7, bitte. Die 7 an die Kuh, bitte. Die 7. Gut. Dann machen wir daraus erstmal schön Milch. Milch. Brauche ich Flaschen. 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 Hier, Flaschen. Flaschen voll. Das kann ich da reinpacken. Das kann ich da rausholen. Feuerholz. Und genau das habe ich nicht mehr, glaube ich. Ich habe kein Feuerholz mehr. Es ist schon ein bisschen erbärmlich, muss man schon sagen. Ja, gut. Dann machen wir mal ein bisschen Feuerholz. Mach ich erstmal so. Nee. Mach ich mal so 9. Ich kann hier oben gleich mal mehr machen, ne? Ja, gut. Da brauche ich eine ganze Menge von. Eigentlich könnte ich mir nur eine Werkbank überhaupt hinstellen. Die macht nichts anderes als Feuerholz. Den ganzen Tag. Und selbst die 9 brauchen schon echt lange. Mann, Junge. Mach fertig. Gib Gas. Das ist noch nicht fertig, das weiß ich auch.
Drück jetzt so lange drauf, bis das fertig ist. Das dauert noch eine. Ey, der ist bei 75% erst. Boah, für 9 mal Feuerholz. Hut ab. So, komm, mach. Zack. Meine Taschen sind voll. Okay, okay. Okay, dann packen wir was weg. Dann packen wir was weg. Genau. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Gut, dann machen wir die Milchkanne fertig. Zack. So, alle Eimerchen. Jo, die kann ich schon mal gleich wegbringen. Dann kann die Milch ja schon mal durchbrutzeln. Dann... die wieder weg. All. Na gut, ich habe auch noch den ganzen Stoff dabei. Ich habe noch die Wolle dabei. Ich habe mal wieder alles dabei. Alles, was man nicht braucht. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Und das da rein. Das kann da auch mit rein. Und der Stoff. Und die Wolle. Und das Zeug. Und hier. Und da. Genau. Blümchen können hier hin. Herrlich. Kann da rein. Ja, ich gehe jetzt mal kurz zum Jordan. Bring dir mal kurz die Combat-Trophäe. Sonst habe ich um mal nichts mitzubringen. Ah, ich müsste auch mal meinen ganzen Kram, den ich kochen kann, kochen. Da beschäftige ich mich zu wenig mit. Da habe ich immer keinen Bock zu gucken. Oh, was brauchst du da? Dann brauchst du das noch, brauchst du das noch. Und dann lass ich es auch wieder. Müsste ich eigentlich mal mehr machen. Weil ist besser und so. Ich könnte mal gleich eine Quest annehmen. Wenn sie machbar ist. Also wenn ich weiß, was ich bringen soll. Weil manchmal ist das nicht so klar, finde ich, bei den Quests. Dann nimmst du einfach eine Quest an und sollst auf einmal Sachen bringen, die gar nichts bringen. Also Jordan, wir beide, wir sind doch eigentlich... Jordan sag ich schon, ja. Jordan, wir sind doch beste Kumpels, ne? Das müsste doch hier 100%. 100% John. Was ist, wer ist denn der nächste überhaupt? So vom Dings her. Da kommt erstmal lange nichts. 33. 57, 51, der Jack. Ah, und dann kommt die Thala auch schon. Die Thala muss ich mir natürlich gut stellen, ne? Das ist hier das Oberhaupt im Ort. So, mit Diana erstmal reden. Moin. Jo, plus 5. Ja, ich lese die Dialoge nicht mehr, weil die wiederholen sich eh andauernd. Da kommt jetzt nichts Spannendes bei rum. Oder welche Wendung. Moin, Thala. Ja. Sehr schön. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Der Chavez. Schinken-Sandwich mal wieder. Ist auch immer so dieselben Quests, ne? Kann ich ein Schinken-Sandwich machen? Ich glaube ja. Ach, der braucht nur den Weizen. Ah. Das ist aber kein Problem. Und das finde ich wieder ist eine Quest. Keine Ahnung. Könntest du mir. Ein paar Gegenstände bringen? Ja, was für? Das wüsste ich gern vorher. Ich mach mal, ja, wahrscheinlich habe ich die gar nicht alle. Gut, 2 Wasserflaschen, das kriege ich doch hin. So, was möchte denn der Gump? Bla 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 bla. Kannst du mir ein paar Laufschuhe besorgen? Haben wir nicht sogar einmal Laufschuhe fertig? Ja, das wäre mal ein Ding. Also das wäre mal eine unvorbereitete Vorbereitung. Chat. Jo, aber dem geht immer nur plus 2, ne? Der ist... So, Leute mit so komischen Ärmeln. 1,4. Ah, gut, Verlust von 600. Was bringt denn eigentlich Mehl, wenn ich das alles verkaufen würde? 4,62. Nur mal so gucken, was bringt denn hier so... Ja, komm, ich verkaufe dir Erde, mein Freund. 316. Na gut, ich brauche sie im Moment nicht, ne? Eigentlich kann sie auch hinstellen, den ganzen Tag Erde kloppen, da abgeben, ne? Das kostet sich ja nur Zeit. Ja, die verkauft dir wohl meine Eisenbarren. Dann bringt so eine Reisetasche an. Achso, 35, da wollte ich jetzt gerade hochziehen, genau. Was kriege ich denn hier für sowas? 2,76. Und für die Pancakes? 3,57 kriege ich für einen? Das ist nicht so schlecht. Und für 5 Stück 1. Also finde ich okay. 3,57, was kostet das Zeug sonst? 510, naja gut. Okay, bei mir kriege ich 510. Aber ich finde das gar nicht schlecht. Für Dings ist das nicht schlecht. Für Jordan. Guck mal, hier sind so ein paar Leute. Komm mal, wir quatschen mal mit allen. Ja, mal ein bisschen hier. Das ist die Alina. Ich kann mir den Namen nie merken von ihr. Fortfahren, ja.
Warte mal, was? Wie, was? Du hast was? Scheiße, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ich liebe diese Karte, weil sie Notizen über alle Entdeckungen aus seiner Zeit als Abenteurer enthält. Ich weiß nicht, wo ich sie verloren haben könnte. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich damit am See oder an einem der Strände gespielt habe. Ich wäre sehr glücklich, wenn du sie für mich finden könntest. Eieieiei, jetzt habe ich das nicht richtig gelesen. Aber einer von euch hatte das doch auch schon mal. Angie oder... Oder Rosemarie, eine von euch beiden hatte doch, glaube ich, schon mal diese Quest und hatte nachgefragt. Ja, da gucke ich mal nach in den Kommentaren. Da ja, werde ich mal luschern, ne? Mal gucken, wo ich da hin musste. Jetzt habe ich 4 Quests auf einmal. Vollbeschäftigung hier. Für scharfes Weizen. Für Bubba, ne, Gump war das. 2 Laufschuhe. 2 Wasserflaschen für... Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die Künstlerin. Und die Karte für Alina finden. Haben wir das irgendwie eingezeichnet? Blaumuschelstrand. Ah, mal gucken. Na, das krieg ich schon raus. Das krieg ich schon raus. Das krieg ich schon raus. So. Ih, jetzt bin ich nass. Pfui. Ja, 48%, genau. Der braucht noch ein bisschen. Wir schauen uns noch ein bisschen Fische an. Dann soll es für die Folge auch erstmal gewesen sein. Oh, die Milch holt jetzt mal raus. Nächste Folge machen wir die Quests auf jeden Fall für Quests fertig. Und schauen nach dieser Karte. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegst du auch so raus. Wahrscheinlich nicht. Aber mal schauen. Es geschehen nur noch Zeichen und Wunder. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut nächste Folge. Wenn wir dann das alles erledigen und dann auch irgendwann mal den Winter hinter uns bringen. Also die Woche auch bei Ulo. Also 2 Wochen müssen wir noch durchhalten. Und dann wird es endlich wieder schön. Ja, dann kommt der Frühling. Dann ist die Stimmung gleich viel besser. Herrlich. Gut. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.